Durch die Novelle des Universitätsgesetzes sollen Beurlaubungsgründe im ersten Semester gestrichen werden. Derzeit ist es möglich, sich im ersten Semester aufgrund von Leistungen eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes sowie Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert, Schwangerschaft, Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen Betreuungspflichten beurlauben zu lassen. Auch für ein freiwilliges soziales Jahr kann man sich bisher beurlauben lassen. Für das erste Semester sollen alle Beurlaubungsgründe bis auf die Schwangerschaft gestrichen werden und nur mehr ab dem zweiten Semester als Beurlaubungsgründe zulässig sein. Gerade an den medizinischen Universitäten versuchen viele direkt nach der Matura den MedAT zu schreiben. Erhalten Sie einen Studienplatz, konnten Sie sich bisher inskribieren und für die ersten zwei Semester beurlauben lassen, wenn Sie den Zivilpräsenzdienst oder ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren. Durch die Novelle würden die betroffenen Studierenden Toleranzsemester verlieren, wodurch es zu negativen Auswirkungen für die Familienbeihilfe oder Studienbeihilfe kommen kann. Gleichzeitig würden Studienplätze frei werden, da in solchen Fällen niemand nachrücken könnte.